aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, was ist hier los? Also, die ist müde. Und die hat Hunger. Du kannst dir erstmal eine Portion nehmen. Wo bist du überhaupt? So, und du? Haust dich ins Bett. Und zwar Augen... Achso, nee, warte mal. Ah ja, doch, kannst du hinterher auch machen. Du sollst ins Bett. Ohnmächtig werden. Nee, nee, du wirst schlafen gehen. Sie ist jetzt da, okay. Mehr Auswahl. Kinderbetreuung im Schaumbad baden, genau. Ganz wichtige Geschichte. Sven ist für heute fertig mit der Schule. Ah ja. Mhm. Er kümmert sich ums Kind. Wow. Das ist echt. Genau, wir müssen auf den Geburtstagskalender gucken. Er ist heute dran mit Geburtstag. Das ist ja unglaublich. Das heißt, sein Schatz, sofern verfügbar, die ist natürlich unterwegs, ganz klar. Das heißt, warte mal. Ja, doch, Anne können wir da wegholen. Kochen. Und du machst eine weiße Torte. Und dann denke ich mal, werden wir gleich den Geburtstag feiern. So, und du kannst einen Geburtstag veranlassen. So, und zwar, wir wollen eine Geburtstagsparty machen. Geburtstag hat, wo ist er denn? Gar nicht zu Hause. Okay, dann können wir keine Geburtstagsparty machen. Okay, der ist gleich wieder da. Die auch, das lohnt jetzt nicht mehr hier irgendwie. Mehr Auswahl. Aktionen. Kann ich mit dem Kind spielen? Machst du? Okay. Bisschen vorspulen. Geburtstagskerzen hinzufügen. So. Dann bist du wieder da. Dann kannst du auch den Geburtstag planen. So, wir wollten eine Geburtstagsparty machen. Genau. Wir brauchen einen Geburtstags-Sim. Das ist er. Wir brauchen natürlich Gäste.
brauchen Caterer. Die Rolle werden wir besetzen. Wir brauchen einen Mixer. Die Rolle werden wir auch besetzen. Das macht keiner aus dem eigenen Haushalt. So. Und wir feiern wie immer bei uns, weil alles andere werden wir sehr häufig die Aufgaben nicht erfüllen können. So. Getränk zubereiten. Gut. Und zwar, das kriegen wir, glaube ich, hin. Getränk zubereiten. Getränk zubereiten. Und ein Wasser. So. Dann kann am besten sie ein Konzert geben. Er hier. Das Kommen danken. Das Kommen danken. Kommen danken. So, Getränke. Anne, bist du noch fleißig? Ja. Okay, Caroline spielt. Dann würde ich sagen, was wünschen, abfeiern. Yekaboo, neppy yekka chips, kizipa nork. Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Okay. Was ist er denn überhaupt? Oh, es brennt. Sich was wünschen. Das Kommen danken. Das Kommen danken. Das Kommen danken. Na komm schon. Kind, brauchst du nicht hochheben. Mach deinen Krempel. Daniel ist älter geworden, genau. Das heißt, er ist jetzt Erwachsener. Von dem haben wir also noch ein bisschen was. So. Und er kann Oh, Ninib Quarb! Essen rufen, genau, die essen ja schon alle Kuchen, ey. Ribix Karanga. Ah,
Frickagenet. Wo ist denn eigentlich diese olle Gitarre? So. Jetzt kommen danken. Jetzt kommen danken. Jetzt kommen danken. Mach mal bitte. Morib Zabazia. The Bane. Tube. Gimos the Shoken. Und die Caroline. Die setzen wir oben noch mal ans Klavitüt. Oder auch nicht. Wo ist denn diese olle Gitarre, sag mal? Da. Oder an den Putzlappen, komm her. Ach, Musik ist auch schon durch, okay. Dann können wir Folgendes machen, warte mal. Dann lassen wir das hier weg. Dann werden wir spielen mit Daniel. Der ist also schon da, gut. Ja, das kriegst du hin, Daniel. Ach Mann, ey. Wo ist denn der nun wieder, Mann? Ja, warum rennt der Idiot denn wieder nach unten? So werden wir natürlich diese Geburtstagsfeier nicht schaffen und mehr oder weniger verkacken. Aber gut, weil da oben läuft die Zeit ab. Und er macht nicht ansatzweise mal den Punkt. Genau, das war's. Medaille, Silber. Naja, egal. Warum? Brom-de-boom! Turipinar, purple. Nerxka Sharag. Hibowauchinosa. Gorsoy. Niminu Frifa. Nisoda Saburano? Sistun Turib. Pifitao. Zrik. Mehr Auswahl. Kinderbetreuung. Kann ich das Kind hier eigentlich nicht rauslassen? Ja, oder du? Das ist Anna, oder? Bankira.
Genau, wir machen nämlich Folgendes. Irgendwie wart ihr schon mal im Bett, aber naja. Kinder eben, ne? So, schlafen. Und Lena ebenfalls schlafen. Und zwar ein bisschen plötzlich. In diesem Sinne, liebe Leute, haben wir diese Folge schon wieder geschafft. Manchmal gibt es Tage, da gehen diese 15 Minuten rum wie nix. Das ist unglaublich. Wir warten noch eben, bis diese beiden Heulbojen im Bett sind. Und dann, genau, ab ins Bett, du auch. Die ist so dämlich, ganz ehrlich. Seh zu, dass du ins Bett kommst. Es tut mir leid, Lena hält uns auf. In diesem Sinne, da sie nun endlich im Bett ist, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.